Porsche holte bei der 84. Auflage der 24 Stunden von Le Mans den 18. Gesamtsieg. Das Trio Marc Lieb, Robert Dumas und Neil Jani holten mit dem Porsche 919 Hybrid in Le Mans den 18. Gesamtsieg für Porsche. Le Mans zu gewinnen war für mich speziell immer ein Riesentraum und ist jetzt nochmal in meinem jetzigen Alter, jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste, das noch geschafft zu haben, gerade auch mit der Firma Porsche zusammen, die mir eigentlich auch das Rennfahren erst auf dem Niveau ermöglicht haben, ist natürlich der absolute Traum. Dazu noch als gebürtiger Stuttgarter und Oberschwabe passt es natürlich wunderbar. Keine andere Marke hat beim härtesten Langstreckenrennen der Welt so viele Erfolge vorzuweisen. Der 18. Sieg in Le Mans bedeutet zudem, dass Porsche die begehrte Trophäe auf den Tag genau 46 Jahre nach dem ersten Porsche-Gesamtsieg nochmals gewann. Doch warum lieben sogar die Franzosen Porsche so sehr, während andere Marken, wie zum Beispiel Audi, kaum so viel Zuneigung erfahren? Ganz einfach. Porsche kam immer als Underdog und siegte oftmals in umkämpften Rennen, während andere Hersteller meist ohne nennenswerte Konkurrenz gewannen. 45 Jahre und 18 Siege in Le Mans mit legendären Fahrzeugen. Hier ein Überblick. 1970, Porsche 917K, der erste Porsche-Gesamtsieger. 1971, Porsche 917K, Wiederholung des Vorjahressieges. 1976, Porsche 936, der erste Sieg des 936. 1977, Porsche 936-77, der zweite Sieg nur ein Jahr später. 1979, Porsche 935K3. 1981, Porsche 936, der dritte Sieg des 936. 1982, Porsche 956, ein legendärer Sieg, erster Auftritt und Dreifachsieg. 1983, Porsche 956, zweiter Sieg des 956-Werkteams. 1984, Porsche 956B. 1985, Porsche 956B. Just, das heutige Audi-Werksteam, siegt erneut. 1986, Porsche 962C. Der Nachfolger des 956 setzt die Siegesserie fort. 1987, Porsche 962C. Siebter Le Mans-Sieg in Folge. 1994, Dauer Porsche 962 LM. Ein neues Reglement und Dauer siegt mit einem Straßen 962er. 1996, TWR Porsche WSC 95. Just ist wieder in Le Mans und siegt mit dem TWR Porsche. 1997, TWR Porsche WSC 95, wie im Vorjahr. 1998, Porsche 911 GT1, der 16. Sieg eines Porsche in Le Mans. 2015, Porsche 919, erster im Ziel nach 24 Stunden gegen Audi und Toyota, Sieg Nummer 17. Und 2016, Porsche 919, Sieg nach Toyota-Ausfall in der letzten Runde. Aber es hat sich viel getan seit dem vorvorletzten Sieg im Jahre 1998. Die Technik der Fahrzeuge ist mit Verbrauchsformeln, Energierückgewinnung, Hybridsystem und Rennstrategie deutlich komplizierter geworden. Und weiß Gott, jeder weiß ja auch, was damit gemeint ist, oder eher nicht? Beeindruckend ist die Zahl von 18 Siegen allein dadurch, wenn man sich anschaut, wie viele Siege andere große Marken in den insgesamt 84 Läufen seit 1923 erzielen konnten. Dabei reden wir von den Gesamtsiegen, denn in den kleineren Klassen war der Porsche 911 ebenfalls schon sehr oft siegreich. Rang 1 mit 18 Siegen, Porsche. Rang 2, Audi, 13 Siege. Rang 3 Ferrari mit 9 Siegen. Rang 4 mit 7 Siegen Jaguar. Bentley belegt Platz 5 mit 6 Siegen. Rang 6 teilen sich Alfa Romeo und Ford mit 4 Siegen. Matra Simca und Peugeot, beide mit 3 Siegen auf Rang 8. Auf Rang 10 mit 2 Siegen liegen Laurent Dietrich, Bugatti und Mercedes-Benz.